Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sticks Master of Shadows. Wir sind in Folge 58 im Kerker. Gerade angekommen am Ende der letzten Folge sind uns die Inquisitoren begegnet. Und ja, die sind überhaupt nicht cool. Wir müssen sie irgendwie meiden. Wofür ist das denn gut? Wofür sind diese Kletterpunkte hier? Den ich da gar nicht irgendwo hinklettern kann. Scheibenkleister hier. Naja, wie dem auch sei, wir sollen den Wetteinsatz der Wache stehlen. Allerdings ist das nicht so leicht, weil die Wache sich den irgendwie nicht richtig stehlen lässt. Ach, das ist auch gar nicht der Wetteinsatz, das ist ein Goldharztrank, den die Wache da hat. Picking's good this week. Some interesting trinkets, yes. People have plenty of imagination when it comes to buying a little dignity. When do we share it out? Soon, I hope. I have debts to repay. I'll go and see Bohort. But first, I'm going to say hello to dear old Bertram. Bertram? Den Namen habe ich schon mal gehört. Die verziehen sich jetzt also beide. Was war das? Ich hoffe nicht, dass ich entdeckt wurde. Da kommt jemand runter. Wir verstecken uns mal lieber in der Kiste. Nicht, dass der hier aus Versehen langkommt. Haha, nice. Den haben wir erledigt. Ich würde sagen, wir verstecken den auch nochmal schnell fachgerecht. So. Also wir müssen ja irgendwie unter... Genau, da unten müssen wir irgendwie hinkommen. Zumindest glaube ich das. Irgendwie müssen wir jedenfalls da unten, also in dem nächsten Raum da unter irgendwie hinkommen. Oh Gott, da ist ein Bogenschütze. Aber nicht mehr lange, nicht wahr? Der verabschiedet sich gerade ganz nett. Komm mal mit, Bruder. So, du machst dich mal hier hin. Ja, danke. Pinkelt er hier nochmal sein Blut hin. Ganz großes Kino. Was? Du willst mich gesehen haben oder nichts hast du gesehen? Gar nichts. Hast du verstanden? Blöder. Sack. Nein, doch nicht so rum. Mit Rücken zu mir musst du stehen, sonst kann ich dich nicht einfach erledigen. Verstehst du? Ah. Das ist die Gelegenheit. Und sag tschüss. Hehehehe. Einer nach dem anderen wird entsorgt. Ja, auf das Tor bitte da unten. Ah ne, knapp vorbei. Entschuldigung. Also da komme ich nicht rein. Weiß ich noch nicht genau, wie das was werden soll. Ist egal, wir schauen uns erstmal weiter um. Irgendwo eine Münze oder etwas ähnliches, noch nicht der Fall.
Die stehen da zu zweit, ne? So. Komm schon. Beeil dich, Sticks. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, bevor er dich sieht. Puh. Das war knapp. War wirklich knapp, aber macht nichts. Wir haben es geschafft. Tschüss, Bruder. Ja, Alter. Das ist aber auch alles immer hoch hier, ne? Also es ist echt ein bisschen verrückt. So, ich will mal irgendwas mit dem Klon machen jetzt. Verstecken Sticks mal hier. Dann machen wir mal irgendwas mit ihm hier. Okay. Alter, du tötest meinen Klon? Dann töte ich dich. Ganz einfach. Ganz locker easy. Pinkelt auch nochmal mit seinem Blut hier alles voll. Ganz, ganz großes Kino. Sag mal, hier hätten die ja wohl mal eine Münze hinlegen können irgendwo. Haben sie wahrscheinlich auch. Ich bin bloß zu blöd, die zu finden. War da drüben was? Einen Lebenstrank habe ich da gerade gesehen. Okay. Den hätte ich doch ganz gerne. Hier läuft ein bisschen Blut rein. Das ist nicht so schön. Aber naja. Was soll man machen, ne? Da oben rauf kann ich nicht, oder? Wow, das war knapp, glaube ich. Doch, da kann ich hoch. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Da sind zwei, ne? Ja. Scheiße. Komm schon, beeil dich. Und sag tschüss. Kacke, da kommt jemand. Und es ist auch noch ein Ritter. Fuck. Shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, der Ritter hat uns erwischt. Gut, dass wir gerade erst gesaved haben. Ah, Hilfe, es ist nicht so leicht. Nicht so leicht. Nicht so leicht, nicht so leicht, nicht so leicht. Nicht so leicht. Komm schon. Los, sei fertig mit Laden. Ich will nochmal. Den Ritter, okay, ich weiß nicht, wie ich ihn fertig machen soll, aber... Ich weiß, dass ich mich verstecken sollte. Ja. Guck da ruhig unter, du Affe. Alter. Mich wirst du nicht finden.
Nee, sei halt mal fertig mit suchen. Da kann doch mal sein, dass da jemand stirbt. Was haben die hier gemacht? Ah, ja. Hier wurde wohl jemand zu Tode gefoltert, wenn ich das richtig sehe. Das will ich eigentlich gar nicht richtig sehen. Hier auch irgendwie voller Blut, alles ekelhaft. Hier ist noch ein Säuretrank. Toll, den hätten wir auf der Leiche mal benutzen können. Ach. Da wird irgendwas gekocht. Ich schmeiß den trotzdem mal weg. Nicht, dass der noch hier, ne? Von wem anders entdeckt wird. So, hier ist noch eine Tür, nicht wahr? Mal durchspähen. Nix. Aha, hier können wir den Ritter beobachten, nicht wahr? Da ist ein Hebel. Den sollten wir aktivieren. Ob wir da vielleicht mit einem Klon vorbeikommen? Wir können es ja mal ausprobieren, nicht wahr? Einfach mal ein bisschen die Klone machen. Ich meine, sowas soll schon schief gehen. Unsichtbarkeit ist auf X, glaube ich, ja. So, am Ritter vorbei gecrawlt. Wenn hier jetzt eine Münze ist, ne, dann werde ich aber auch echt nicht froh. So. Oh, das hat ein Tor zu einer Münze aktiviert. Geöffnet, meine ich. Und zwar hier. Nur dein Schöpfer kann Gegenstände mitnehmen. Ih, wer kotzt denn da? Verdammt, wie komme ich zu dieser Brücke? Ach, da ganz oben lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, egal, machen wir. Ich meine, die Münze, die wollen wir ja so oder so haben, nicht wahr? Ei, Mann, wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? Also, Orientierung ist gerade noch nicht so richtig vorhanden. Jungs, ihr habt nicht mich gesehen, oder? Scheiße, was mache ich mit dem? Jetzt oder nie. Okay, ja, den muss ich erstmal so liegen lassen. Ist hier noch so ein Nest mit einer Münze drin oder was? Hä? Nicht? Oh, come on. Be a bit more fair game, please. Autsch. Okay. Ja, ich, ich würde sagen, wir probieren das in der nächsten Folge nochmal aus. Ob wir da ein bisschen weiterkommen, nicht wahr? Irgendwas muss da ja zu machen sein. Wo haben wir denn zuletzt gesaved? Der checkt auch nichts, der Typ, ne? Aber er ist halt auch untötbar. Blöd, Mann.
Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.